Mein Traum? Eine Riesenshow abziehen. Wenn ich mal von vorne anfangen darf, ich bin 82 geboren in Berlin, in Friedrichshain. Dort bin ich vor einer Kirche gefunden worden. Ich bin dann ins Kinderheim gekommen. Das war auch nicht gerade so eine schöne Zeit. Ich habe da ein paar Erinnerungen, die sich eigentlich wie so ein roter Faden durch mein Leben ziehen. Ging halt meistens drumherum, nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen oder einfach auch nicht geliebt zu werden. Mit ungefähr 5, 6 Jahren bin ich dann zu einer Familie gekommen. Die hatten schon 3 Söhne. Und die wollten unbedingt ein Mädchen haben. Aber jetzt war ich nicht das typische Mädchen. Ich musste halt mich mit meinen Brüdern manchmal so rangeln. Und ich musste halt immer für mich selber einstehen, weil es ja kein anderer gemacht hat. Und dann ist die Mauer aufgegangen. Das war ja 1989. Und mein Vater hat seinen Job damals verloren. Und irgendwie wurde dann beschlossen, dass die nach Bayern gehen. Das war wirklich so eine fluchtartige Entscheidung. Und wir sollten einfach nur Dinge greifen, die uns wichtig sind. Ich habe mir meine Puppe geschnappt. Und mein Bruder hat so sämtliche Sachen auf den Boden geschmissen und unter anderem ist ein Wrestlingbuch, ein Schülerkalender geflogen. Und den habe ich dann irgendwie aufgefangen und da habe ich halt so großartige, starke, selbstbewusste Menschen gesehen. Da waren Frauen und Männer drin, die Championship-Titel in der Hand halten und ich habe Fans gesehen, die diese Menschen anjubeln. Und dann war ich total gefangen. Da dachte ich, ich will mehr von diesem Leben, was ist es, was gibt es da noch, und war halt sehr neugierig. Dann habe ich das da im Fernsehen gesehen und es hat mich gar nicht mehr losgelassen. Seit dem Tag war ich dann großer Wrestling-Fan. Ich habe immer die Wrestling-Sachen aufgenommen mit der Kassette und habe halt wirklich nur das angeguckt und wirklich nur Wrestling. Und zufälligerweise habe ich dann in Berlin eine Wrestling-Schule entdeckt, bin dann auch hingegangen. Und dann haben die erstmal Nein gesagt. Und ich bin dann jeden Tag in diese Schule gegangen, habe meinen Trainer auch bis nach Hause verfolgt und gesagt, ich will Wrestlerin werden. 3 Monate später hat er gesagt, okay, darfst mal zum Training kommen. Und dann haben die mich verprügelt. Also volle Wucht und es hat so wehgetan. Und dann irgendwann haben die gesagt, okay, scheint's ja da zu bleiben. Und dann haben sie mich eingeweiht in das Geheimnis des Wrestlings. Dann haben die gesagt, hey, hör zu, Wrestling ist Show und es läuft halt so ab. Ich wollte dann Wrestling unbedingt professionell machen, aber das ging in Deutschland leider nicht. Und dann bin ich nach England gegangen, habe da ein paar Kämpfe gehabt und dann gab es diese eine Show, wo ein japanischer Talent-Scout war. Und der hat mich gesehen und hat gesagt, die wollen wir. Der Kampf war brutal. Also 30 Minuten musste ich kämpfen und konnte Geschichte schreiben. Ich war dann die erste Europäerin, die einen japanischen Titel sich erringen konnte. Und es war dann schon mal so ein richtiger Durchbruch in meiner Karriere. Und dann hat man mich gefragt, ob ich MMA machen will. Das ist Käfigkampf, Mixed Martial Arts. Und dann habe ich meinen ersten MMA-Kampf gemacht. Und den habe ich gewonnen. Und weil der so durch die Decke gegangen ist, hat mich dann endlich Amerika angerufen. WWE, die ganz Großen, wo man unbedingt hin will, hat angerufen, hey, hast du Lust, bei uns so ein Turnier mitzumachen? Klar, ich wollte so gerne unter Vertrag nehmen, aber dieses Turnier mitzumachen war ja schon mal so ein Strohhalm. Und ich war der Breakout-Star. Die Leute waren so begeistert von meinem Kampf. Und dann war das Management sich nicht so sicher, war das jetzt wirklich wegen Jessie oder war das mehr so wegen ihrer Gegnerin. Also haben sie mir noch einen zweiten Kampf gegeben. Und da waren die Zuschauer, oh mein Gott, meine Musik kam, nur so der erste Ton von der Musik und die Leute, wow, Jessie. Daraufhin habe ich einen Vertrag bekommen bei der WWE und dann war ich da 2019. Und es hat mir gar nicht gefallen. Es war der absolute Albtraum. Also wie es halt Backstage da abging, das Training und so generell, wie das halt alles so gelaufen ist. Und dann habe ich es selber gekündigt. Für einen Wrestler, WWE ist so das Ultimative. Also wenn du Wrestler sein willst, dann musst du dahin. Und ich kündige einfach mal selber. Ich lasse einfach mal den Traum fallen. Und dann habe ich gesagt, ich will Promoterin werden. Eine Wrestling-Promoterin stellt Shows zusammen. Das heißt, sie überlegt sich von A bis Z, wo wird diese Veranstaltung sein, wann wird diese Veranstaltung sein, wer wird auf dieser Veranstaltung kämpfen. Und ich habe mir halt immer andere Shows angeguckt. Und immer wieder hatte ich halt immer irgendwas zu meckern. Und dann dachte ich mir so, vielleicht mache ich es einfach mal besser. Vielleicht ist es ja richtig schwer und man kann es gar nicht besser machen. Aber vielleicht ist es auch voll einfach und ich zeige der Welt mal, wie es richtig gemacht wird. Für mich persönlich sind Gefühle sehr wichtig. Wenn der Zuschauer kommt, soll er einmal so einen Wow-Effekt haben. Und er soll Freude haben, er soll aber auch überrascht sein. Er soll auch mal traurig sein, dass sein Lieblingswrestler verloren hat. Und ich finde, man muss eine gute Achterbahn der Gefühle machen. Und für die Wrestler selber, die arbeiten so hart, die trainieren so hart, die haben so Schmerzen. Das kann ich ja von eigener Erfahrung sagen. Und ich möchte einfach das Beste für die. Ich möchte, dass sie Duschen haben. Das war nicht immer der Fall, wo ich zum Beispiel gekämpft habe.
Und so muss ich halt wirklich alles organisieren. Ich muss irgendwie schaffen, dass es finanziert wird. Ich muss irgendwie schaffen, dass auch jeder an diesem Tag Zeit hat. Ich muss mit der Presse reden, damit halt wirklich auch die Fans in die Halle kommen, weil ohne Fans ist die Show ja auch nichts. Die sportliche Leistung ist extrem. Um ausgebildeter Wrestler zu sein, musst du mindestens 5 Jahre lang mindestens 2-mal die Woche im Training sein. Du musst diese ganzen Fallübungen lernen, weil wenn du das nicht machst, kannst du dich halt wirklich schlimm verletzen. Wrestling selber ist kein Sport, aber Wrestler sind absolute Sportler. Soweit ich weiß, bin ich in ganz Europa die einzige weibliche Promoterin. Und darauf bin ich besonders stolz, weil ich mal wieder den Weg öffne für andere. Es ist super schwer und ich würde es jetzt auch nicht jedem empfehlen. Ich denke, ich kann das machen, weil ich ja schon 20 Jahre in diesem Geschäft bin. Und ich habe den Respekt der Jungs schon bekommen. Es gab ja bei uns im Wrestling das Speaking Out. Das war so ähnlich wie das Me Too in Hollywood. Da haben einige Frauen ausgesagt, dass ihnen halt sexuelle Übergriffe passiert sind. Ich hatte ähnliche Erfahrungen, aber das ist halt schon sehr lange her und ich dachte, in den letzten 10 Jahren hat sich da vieles getan. Und es ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, dass ich diese schwarzen Schafe aussortiere, dass die gar keine Plattform auf meinen Shows bekommen und dass sich die Frauen auch sicher fühlen. Und ich möchte das Wrestling auch verändern. Ich möchte, dass der ganz normale Zuschauer, der sich gar nicht mit Wrestling auskommt, aber einfach einen schönen Abend haben will, zu meiner Show kommt. Es soll irgendwann mal heißen, gehen wir ins Kino oder gehen wir zum Wrestling. Buchhaltung, wer macht das schon gern? Ist natürlich viel Papierkram. Das ist ein Job, der mir weniger Spaß macht am Promoter-Dasein, die ganzen Rechnungen, die reinfliegen. Aber ich habe jetzt da so eine Software entdeckt, die das halt leichter macht. Man kann also Dinge einfach nur einscannen und dann kann man dann sich um die wichtigen Dinge kümmern, wenn man da ein bisschen den Rücken frei hat. Ich gebe Menschen auf dem Weg, die sich selbstständig machen wollen, dass sie sich auf jeden Fall gut beraten lassen. Durchhalten ist ein ganz wichtiges Motto. Und halt auch auf sein Herz vertrauen. Ich bin ja eine sehr spirituelle Person und manchmal weiß ich auch nicht die Antwort. Und dann schlafe ich eine Nacht drüber und meditiere drüber und dann irgendwie kommen die Antworten. Und manchmal vielleicht auch loslassen. Vertrauen, loslassen und durchhalten. Das sind meine 3 Wörter für Menschen, die sich selbstständig machen wollen.